Auf der Pressekonferenz der E3 hat Electronic Arts einen neuen Teil der Need for Speed-Reihe vorgestellt. Mit Hot Pursuit will EA zu den Wurzeln der Rennserie zurückkehren. Und in der Tat, allein der Name weckt Erinnerungen an die große Anfangszeit der Reihe. Bereits 1998 kam mit Need for Speed 3 Hot Pursuit nicht nur der Namensgeber für den neuesten Teil auf den Markt, sondern auch die Vorlage für den Inhalt. Heiße Verfolgungsjagden zwischen Rasern und Cops. Für die Entwicklung sind die Burnout-Macher Criterion verantwortlich, ein Studio, das sich mit schnellen Rennspielen auskennt. Die Herkunft zieht man Need for Speed Hot Pursuit auch an, denn das Spiel wirkt etwas wie ein weiter aufpoliertes Burnout, sehr schick. Mit bis zu 400 Sachen donnert ihr über den Asphalt von staubigen Wüstenlandschaften oder mediterranen Bergregionen. Die Creme de la Creme der Autowelt ist dabei gerade einmal gut genug. Um die Verfolgungsjagden etwas spannender zu machen, sind die Strecken verzweigt, sodass sich sowohl die Rennfahrer als auch die Polizisten einen eigenen Weg suchen können, um zu entkommen oder den Weg abzuschneiden. Weitere Hilfsmittel bringen zusätzliche Schärfe ins Rennen. So könnt ihr auf Seiten der Cops beispielsweise eine EMP-Welle in Richtung der Gegner senden und diesen damit die Kontrolle über ihr Fahrzeug nehmen. Außerdem errichtet ihr als Polizist Straßensperren, verteilt Krähenfüße auf der Straße oder ruft, wie in Hot Pursuit 2, Unterstützung aus der Luft herbei. Auf Seiten der Raser dürft ihr auf einen Nitro-Vorrat zurückgreifen, der euch mächtig Schub verpasst. Außerdem könnt ihr das Radar der verfolgenden Bullen stören. Das verspricht äußerst actionreiche und spannende Rennsessions. Das Konzept der Verfolgungsjagden zieht sich auch in den Mehrspielermodus, in dem bis zu 8 Spieler um den Sieg kämpfen. Die Freiheit, sich selbst für eine Seite zu entscheiden, bleibt auch online erhalten. Need for Speed Hot Pursuit scheint tatsächlich den unverwechselbaren Charme der Erstlinge zu besitzen und gerade online könnte das Katz-und-Maus-Spiel zum Erfolg werden. Wir warten gespannt auf weitere Details, das kann nicht mehr lange dauern, denn schon im November wird Need for Speed Hot Pursuit erscheinen.